Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit und deshalb gibt es heute zum 16. Türchen nochmal ein ganz schnelles Plätzchenrezept von mir für super leckere Honig-Nuss-Cookies. Die bereiten wir mit dem Butterplätzchenteig vor, den ich euch ja schon vor ein paar Tagen gezeigt habe. Und damit könnt ihr dann auch ein bisschen Variation in eure Weihnachtsbäckerei bringen, ohne unzählig viele Teige backen zu müssen. Jetzt gibt's einmal die Zutaten für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ihr benötigt also einmal den Butterplätzchenteig und für die Füllung brauchen wir Paranusskerne, Walnüsse, etwas Honig, Zimt und ein Ei. Das Rezept mit den Mengenangaben schreibe ich euch auch wie immer auf meine Webseite absolute-lebenslust.de und den direkten Link packe ich euch in die Infobox. Als erstes hacke ich mir die Nüsse einmal grob, damit sie anschließend in einem elektrischen Zerkleinerer nochmal ganz klein gehackt werden können. Und weil ich eben in meinem Behälter nicht ganz so viel Platz hatte, habe ich die Nüsse vorher schon gehackt, aber diesen Schritt könntet ihr euch eventuell sparen, wenn das bei euch gleich alles mit den ganzen Nüssen passt. Die Nüsse füllen wir uns dann in eine Schüssel um, fügen den Zimt sowie das Ei hinzu und verrühren alles zu einer zähen Nusspaste. Zum Schluss kann dann der Honig untergerührt werden und dann ist die Nussfüllung auch schon fertig. Geht also wirklich super, super schnell. Der Butterplätzchenteig kann jetzt also schön dünn ausgerollt werden und den solltet ihr am besten vorher im Kühlschrank halten, damit er auch schön kalt ist und legt euch den dann auch im Anschluss nochmal auf ein Backpapier um, damit es nachher beim Rollen ein bisschen einfacher wird. Der Teig wird jetzt an den Rändern nochmal ein bisschen rechteckig zugeschnitten, das muss auch gar nicht allzu akkurat sein, aber dadurch werden die einzelnen Plätzchen später auch alle gleichmäßiger. Und dann können wir uns jetzt unsere Nussfüllung auf der ganzen Teigoberfläche verstreichen. Jetzt können wir unseren Teig einrollen und dazu könnt ihr einfach das Backpapier etwas anheben und euren Teig dann immer so ein Stückchen nach vorne drehen. Am Ende können wir unsere Teigrolle dann in etwas Frischhaltefolie wickeln und sie nochmal für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Als nächstes können wir unsere Plätzchen portionieren und dazu schneiden wir ungefähr 8 bis 10 mm dicke Plätzchen aus unserer Teigrolle und dadurch, dass der Teig gekühlt ist, verformen sich die Kringel auch nicht. Verteilt die Plätzchen nun mit etwas Abstand zueinander auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech und backt sie bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 10 bis 15 Minuten im vorgeheizten Backofen, bis sie eine goldbraune Backfarbe erhalten. Und dann können wir unsere Plätzchen auch schon naschen. Wirklich super, super lecker und empfehlenswert. Gerade dieses Zusammenspiel aus Nuss und Honig passt einfach wunderbar zu diesem Mürbenplätzchenteig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Türchen wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.